Weiter mit dem 12. Teil des Minecraft-Let's Plays. Ja, nimmt auf. Hier habe ich das Haus ganz schön gut gebaut. Nahrung geht aber erst kurz zur Neige, aber ich habe ja noch die Brote. Holz, Eisen. Wollte ja mal Gold suchen, aber Gold habe ich noch keins gefunden hier. Ach, ich habe noch was anderes. Ich glaube, das sind ein paar mehr FPS hier. Es ist dunkel. Und ich habe ja vor kurzem, hier, wer das noch nicht gesehen hat bisher, hier eine Zuckerrohrfarm angelegt. Hier sind gleich zwei Schafe. Und die Schafe, die stören ihn nicht. Da sind Diamanten. Die Diamantspitzhacke ist auch gleich kaputt. Deswegen habe ich auch schon eine neue. Aber ich werde erstmal die Nacht schlafen und da kommt am kommenden Tag erstmal noch Gold. Noch ein bisschen mehr graben. Das ist noch ein bisschen Eisen fertig. Und das Eisen hier, das kann ich erstmal. Brauche ich im Moment gerade noch nicht, aber erstmal muss ich schlafen. Ah, die Sonne muss da kurz den Boden berühren. Ich finde es gut, dass ich jetzt schon mal 42 Abonnenten habe. Aber beim 50 Abo Special, da werde ich einfach mal einen einstündigen Let's Play Teil machen und dann auf der normalen Welt, also nicht ein weiteres normal weißes Let's Play beginnen, sondern einen normalen Minecraft Let's Play Teil 50 eine Stunde lang machen und dann aus Erde ein so ein 50 Abo Banner oder aus Holz so ein 50 Abo Banner bauen. Sachen, die man im Moment nicht braucht. Schienen brauche ich gerade nicht. Redstone-Fackeln brauche ich gerade nicht. Aber ich muss erstmal weiter runter gehen und graben. Ich muss ja noch Gold finden, weil hier 1, 2, 3, 4, 5, 10 Schienen habe ich glaube ich gezählt. 10 Schienen fehlen. Also muss ich dann auch erstmal so viel Gold finden. Ich sag mal, ich grab mich hier rein. Es wird immer dunkler hier. Eine Fackel, man sieht man auch was. Vielleicht hat die denn noch 18, das ist halt. Und das war ein bisschen vergraben. Ich habe übrigens die. Oh, Gold! Gold, da ist Gold. Was ich auch gesucht habe. Und jetzt habe ich einen Durability Wert von nur noch 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 und so komme ich nicht ganz Gold ran. Ich muss die Lava drunter unschädlich machen. Und den letzten Block, den ich abbaue. Zack, jetzt ist die Spitzhacke kaputt und habe das Golderz. Ich habe aber jetzt noch eine Spitzhacke. Eine zweite Reserve. Hier ist Eisen. Eisen kann ich auch ganz gut gebrauchen. Aber Diamanten, die sind wirklich ein bisschen übertrieben in Überzahl, merke ich hier auch. Ah, erstmal über die Lava rüberkommen. Na, der Diamant ist weggefallen. Also bei Diamanten ist es hier nicht schlimm. Bei der Welt hier, wie man hier sieht, maximal auf Diamanten gestellt. Wohl eigentlich könnte ich Minecraft Let's Play Diamant 2 machen. Wo ich zum Beispiel Diamanten nur auf Höhe 10 bis 16, aber maximal einstelle. Dass sie nur auf Höhe bis 10 bis 16 ist. Dass ich dadurch erst runtergraben muss und nicht an der Oberfläche schon Diamanten habe, wie man hier bei meinem normalen Let's Play hatte immer. Kohle. Diamant. Dungeon. Skelett-Dungeon. Mit Skelette drinne. Skelett-Dungeon. Das kann ich hier gut gebrauchen. Hier drin. Redstone. Brot. Sattel. Noch ein Brot. Schwarzpulver und zwei weitere Eimer.
Sind ja eigentlich relativ wertvolle Sachen drin, ne? Und Skelett-Dungeons kann man immer gut gebrauchen. Da ist uns mehr Gold. Guck mal, ob hier noch was ist. Na, hier ist nichts. Außer dass der Lichtblatt weg muss. Oh, ist ein ganz schön großes Vorkommen. Jetzt habe ich wieder 11. Das reicht also nicht ganz. Ich brauche 12, damit ich zweimal so Booster-Schienen erstellen kann. Brauche ich noch ein Gold für. Baue ich die Lava mal zu. So, hier ist noch mehr davon. Das ist richtiger Lavasee. Die Redstone ja auch. Diesen Skelett-Dungeon, den ich vielleicht später mal benutzen kann. Ah, hier geht's weiter. Da ist noch ein bisschen mehr Eisen. Ach, da verbrennt schon wieder die Diamanten. Oder das Eisen, das ich haben will. Die Diamanten bin ich ja nicht so fokussiert. Man legt den Fokus automatisch nicht auf die Diamanten, wenn man die so viel hat. Wenn man die ja eigentlich unendlich verfügbar hat. Hier kommt auch nichts, außer nur Diamanten, Stein. Jetzt grabe ich manchmal in die Richtung, vielleicht finde ich da noch ein bisschen Höhlenstücke. Dann würde ich dann auf Gold treffen. Eisen erstmal. Weil ich brauche noch ein Eisen, nein, ein Gold, nicht ein Eisen. Mit einem mehr Gold könnte ich das mal erreichen, dass ich die Booster-Schienen fertigstellen kann. Diorit ist hier. Und wieder Diamanten. Oder ich müsste dann ein paar Mal wirklich gezielt Diamanten farmen. Damit ich immer, oder sogar 10 Parts lang, damit ich dann eine richtige 20 mal, neben der normalen Pyramide eine Diamantblock-Pyramide herstellen kann. Eine Pyramide aus Diamantblöcken. Das ist aber schon die dritte Spitzhacke, die ich hier brauche. Lava. Oh, schon Level 47. Lapis Lazuli. Da braucht man ja nur eine Steinspitzhacke übrigens, um das abzubauen. Einmal hat mir letzte Markus das gesagt, da braucht man eine Metallhacke für, aber das stimmt nicht. Jetzt habe ich hier wieder einen Lavasee. Ich habe hier ein bisschen wahllos herum. Um hier nach Lavaseen und eigentlich nach Gold zu suchen. Redstone. Da ist Obsidian, das heißt, ich könnte Obsidian abbauen, um hier ein Obsidian-Portal ins Nether zu bauen. Also ins Nether, also in die Hölle zu gehen. Um wieder den Höllenstein und Glowstone zu holen. Also Netherrack holen. Jetzt muss ich hier die Lava zubauen und hier dieses Geblöcke hier abbauen.
Das Diamant und Eisen. Das ist noch mehr Diamant. Warum ist es denn hier ein bisschen heller? Ist hier noch irgendwo Gold? Hier ist aber zumindest Eisen. Eisen kann ich immer gut gebrauchen. Aber es ist hier in einen Diamantvorkommen eingeprägt. Und jetzt geht's hier ab, Obsidian abzubauen. Baue ich hier mal das Obsidian ab. Das dauert 10 Sekunden, glaube ich. Ich baue 14 Blöcke ab, um dann ein Höllenportal aufzustellen. Das Lava. Und den Lettern kann ich auch ganz gut gebrauchen. Heute ist hier so eine Art Schnaps, kann ich Schnaps sein, wo der Monat genau gleich wie der Tag ist, also der 10.10. ist heute. Der 10. Oktober. Vor 4 Jahren haben wir ganz viel geheiratet. Am 10.10.10. heißt es, also 2010. Nicht 1010, das wäre ja schon 1004 Jahre her. Also wieder diese magische 1001. Dann, also Level 44, fast voll schon. Bin ich da im Netherportal. Da habe ich hier die Obsidian-Blöcke. 8, 9, 10, das reicht noch nicht ganz. Ich brauche 14. Dann mache ich gerade hier weg. Kann ich das so abbauen hier. Dann sieht man auch, wie das abgebaut wird. Und das Wasser so schnell. Zack, da wird direkt neues Obsidian gebildet. Kann ich ja so weiter abbauen hier. 11 Blöcke habe ich, das heißt noch 3. Weil nämlich eine 5x4 Fläche ist, mit 20 und dann noch 6 wie weniger. Und dann muss ich natürlich noch ein Feuerzeug haben, also brauche ich ja die Flints, kann man dafür brauchen. Also, da muss man dann... Aber ich würde, glaube ich, sonst mal... vielleicht noch mehr Nutzmöglichkeiten für Feuersteine machen. Vielleicht kann man mit Feuersteinen auch bestimmte Blöcke anklicken, um die entflammbar zu machen. Ja, Diamant. Ich greife einen Diamanten ab. Jetzt muss ich jetzt wieder zurück nach Hause. Das ist ja der Gang, den ich hier gegraben habe. Hier ist relativ viel Diamant. Aber man sieht hier auch, man kann auch einige Blöcke ohne Diamanten aufkommen. Hier sind wieder Diamanten, also etwa alle 20 bis 30 Blöcke kommen Diamanten. Allerdings kann man das Diamantvorkommen noch erhöhen, indem man es nur auf bestimmten Höhen macht. Ja, bin ich schon in alle Richtungen gegangen. Weil ich habe jetzt 11 Golderze. Ich brauche aber 12, um das voll zu kriegen. Also 11 Golderze habe ich, aber ich brauche 12, um erstmal dann 12 Schienen herzustellen. Weil 11 kann ich nur 6 und es bleiben 5 übrig. Da ist ein Holz drin, was ich gerade nicht brauche. Und es ist Nacht im Moment. Ich muss jetzt mal schlafen, damit die Monster alle draußen sind, wegbrennen. Und wenn Creeper da sind. Das mähendes Tier, ein Schaf.
11 Gold erst reinpacken, habe ich sonst vielleicht noch Gold übrig. Ich habe jetzt hier 49 weitere Diamanten mitgebracht. Sachen, die man nicht braucht. Das kann ich dann reinpacken. Dackel brauche ich gerade nicht. Lapis Lazuli. Weil ich das unter wertvollem rein. Der hier kommt rein. Wo auch die weiteren 43 Eisenbahnen rein. 43 Eisenerz. 49 Diamanten kommen da nicht rein. Die kommen hier in die Diamantkiste. Wow, ich habe schon 10 volle 6 Diamanten aufgesammelt. Und Pfeile brauche ich auch gerade nicht. Pfeile. Bett brauche ich auch gerade nicht. Gunpowder brauche ich auch nicht. Nur 9 Stück habe ich jetzt. Truhe brauche ich nicht. Andesit. Eine Andesit packe ich da woanders rein. Und zwar eine Steintruhe. Hier kommt das Andesit, Diorit und Granitzeug rein. Ich habe hier noch 21 Eisenerz, das ich noch braten muss. Die Truhe ist relativ leer geworden. 50 Holz noch. Ja, ordentlich Holz nicht. Stimmt, sind hier auch. Alle Schafe könnten so rein. Wo kann ich nur das Höllenportal aufstellen? Ist da was gewachsen hier? Ist der eine höher gegangen? Da ist noch ein Zuckerrohr. Zack. Ich muss das erstmal hier alles wachsen. Na, ist das Schaf hier reingekommen. Raus damit. Sollte das hier nicht zertrampeln. Weizen habe ich auch für 20 Stück. Ich glaube, auf dem Balkon würde ich den platzieren. Das Höllenportal. Nein, 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 hier nicht. Das Höllenportal soll im Keller ein extra Raum entstehen. Den werde ich dann hier. Ach, das will ich nicht hängen. Frag mich in die Richtung. Ah, hier ist ja schon die Farm, deswegen sollte ich. Das ist ja schon die Farm da oben. Muss ich ja 2 Blöcke runtergehen. Weil ich natürlich jetzt oberirdisch an die Farm gegangen bin und das ist da natürlich ein fehlender Block. Hacke habe ich nicht. Die Hacke ist bestimmt hier unten drin. Ah, ist sie nicht drin. Da ist dann die Hacke drin. Ich muss mir einfach mal 3 Diamanten herholen. Und da ist halt die Hacke nicht drin zu sein. Da ist sie doch. Nein, nicht die String, sondern die Hacke. Das heißt, ich muss runtergraben. Hier, die ist jetzt abgebaut. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das schon Weizen war oder noch nicht. Also ist sie abgeschottet. Muss ich also runtergehen. Gehen wir hier 3 Blöcke runter. Graben wir mal 5 Blöcke länger und dann kommt der Raum. Mal so, lass ich den mal. Kann hier auch in den Boden reinpacken, den Netherportal. Oder ich mach's mit Treppen. Deshalb brauche ich wieder ein paar Fackeln. Sieht ihr nämlich auch was? Und nach hier. Kommt dann der Nether-Portalraum.
Jetzt hier wieder der Nether-Portalraum. Vier Blöcke. Oder muss er sogar fünf hoch? Er muss fünf hoch. Muss ich hier erstmal. Hier, damit das nicht hier. Na, so viel Wasser hier. Ah, es kommt natürlich ein bisschen Wasser dazwischen. Weil ich bin bei 21 Minuten, das heißt, ich werde beim nächsten Part weitermachen. Ich hoffe mal, dass dieser Part euch gefallen hat. Und zeigt es mir mit einem Like, ein Favo. Vielleicht sage ich mir auch extra mal Favo. Ab Zukunft würde ich auch sagen, Videos sollten auch mal favorisiert werden. Ich habe bisher nur ein Favorit, also im Moment. Wurde ja auch ein Favorit ja wieder von mir entweggenommen. Und teilt das Video und kriegt auch sowieso ein paar mehr Aufrufe. Und abonnieren, dann seht ihr meine neuesten Videos. Bis dann und ciao.